So, und willkommen zurück zu Let's Play 5.8. Letztes Mal mit ungenehmem Besuch. Boah, Eltern können so ruhig sein. So, ich darf das sagen. Wir sind hier bald, haben letztes Mal Renoir kennengelernt und versuchen jetzt den Präsidenten zu entführen. Keine besonderen Vorkommnisse. Du sagst das jetzt zum 27. Mal. Wie oft willst du mich noch damit nerven, bis wir ein Timber erreichen? Aber das ist mein Job. Er hat es bestimmt nicht einfach, auch wenn mich das nicht zu interessieren hat. Tut mir leid für die Störung. Der Typ ist auch ein kleiner Arsch, anscheinend. Jetzt wird mein Sold bestimmt gekürzt. Was? Wie mache ich jetzt meiner Freundin einen Heiratsantrag? Oh, der will seine Freundin heiraten. Ja. Großes Leben, ne? Das ist die erste Kupplung. Zuerst wird die abgetrennt. Nach Bordinformation stehen hier zwei Wachen. Sei und Selfie, achten bitte auf diese beiden. Sag uns rechtzeitig Bescheid, wenn sie kommen. Verstanden, ich achte auf den linken blauen. Dann passe ich auf den roten auf. Der rote steht gleich in der unmittelbaren Nähe. Du solltest selbst mit L8 geben, wenn du gedrückt hältst, kannst du das nach links schauen. So, ran an die Arbeit. Klar weiß ich. Ja, ja. Geht. Wir müssen drei Code eingeben, um die Kupplung zu trennen. Los, Cole, häng dich rein. Wenn du von hier aus unter Kontrolltaste runtergehen willst, musst du nach unten drücken. Um wieder hochzukommen, nach oben, einfach nach oben drücken. Das geht aber nicht, während du die Code eingibst. Dann mal los. Wir haben noch 4 Minuten. Viel Glück, Cole. Gucken. 2, 3, 3. Ach, scheiße. Der blaue. Der rote rennt hier, glaube ich. Der rote. Na, deswegen muss man schon. So, ich komme runter. 2133. Nein, bin ich hoch. 1434. 1434. Code 2 akzeptiert. Ja, komm schneller. Code 3432. 3432. Gut. Yeah. Ja. Erster Code. Erfolgreich. Abgeschlossen. Ach, das schaffen wir. Klar schaffen wir das. So. Und da kommt die Eule. Hui. Die Waldeule. Schön, hat schon mal gut funktioniert. Verarschen euch so übelst. Ich glaube, ich bin Palmer, muss man sogar 6 oder 5 Code eingehen. Er wird mich wieder beschimpfen, aber es ist mein Job. Keine Vorkommnisse. Huch. Er meckert ja nicht. Und woher hat er die Zeitung? Hey, was ist? Irgendwas geschehen? Ich habe schlechte Laune. Verlass den Waggon. Ja. Ja. Jawohl, Herr Präsident. Stehe ja nicht dumm herum. Zurück auf die Posten. Jawohl. Jetzt bekomme ich wahrscheinlich gar kein Gold. Oha, verlaufen. Hat sich hier in der Reich etwas verändert oder irre ich mich? Verdammt, was erzähle ich denn meiner Verlobten? Ich dachte, Verlobte,
Ja, aber du hast ja noch keinen Heiratsantrag gemacht, oder? Die zweite Kopplung, die wird auch getrennt. Auch hier den Zweifachen. Da Tay und Tayfi jetzt an der Trennung der Eule arbeiten. Muss ich selber drum kümmern. Musst du selbst aufpassen. Wenn du nach R1, wenn du schauen willst, drücke R1, ja. So, jetzt kurz. Weiß ich noch, wie das... Ja, weiß ich noch. Wir müssen 5 Code eingeben, um die Kupplung zu trennen. Dann mal los, Gold zu erreichen. Wir haben noch 2 Minuten. Viel Glück. Gucken, dass die beiden erstmal hier hinkommen. Einen Code haben wir schon mal eingegeben. Ja, bei den beiden gehe ich doch lieber auf Nummer sicher. So, und weiter geht's. 3, 4, 4. Ja, einmal hier schon gucken. Ja, das ist auch einfach. Das machen wir auch. Scheiße. Weech. Das wird doch noch eng. Aber wenn der jetzt echt läuft, ach komm, das schafft man locker. Ich habe gerade leider nicht aufgepasst. Ich habe leider Zahlenverdreher gehabt. Also falsch gedrückt. 1142. Sehr schön und noch rein. Komm, den letzten bitte. Ach, das ist hier ein Witz. So. Code 5 akzeptiert. Hierher. Aber doch schon ein bisschen von der Zeit her ein bisschen eng. Muss man jetzt dabei sagen. Aber kein Problem. Alles schön geschillt. Tschö. Hat alles super funktioniert. It's too easy. Und wir haben den Präsidenten mal eben kurz so entführt. Ein Kinderspiel. Endlich lernen wir den Winzer kennen. Alles perfekt. Wahnsinn. Ihr seid klasse. Der Seed-Level ist gestiegen. Cool. Mal sehen. Ich sammle Informationen. Au. Au. Haha, du hast echt voll die Pfeifen an deiner Seite. Ihr drei sagt Bescheid, wenn ihr eure Ausrüstung geprüft habt. Wenn ihr bereit seid, wollen wir mit dem Präsidenten verhandeln. Verhandeln. Wir sollten lieber überprüfen, ob die Gears gekoppelt sind. Warum auch immer sie wieder deaktiviert sind. Ifrit, kriegst du... Ach komm, du kriegst Diablo jetzt mit. Zauber, GF, Tor. Koppeln, Zauber. Was am besten? 21, 21. Uhu. Woher hat er hier noch irgendwas? Ach, ich hab Blitz. Ist mir scheißegal. Bist Christmas Tyrene, das reicht für dich. Zauber GF Score. Nein, ich wollte noch die Zauber bei ihr koppeln.
koppeln. Zauber. Magie. 11. 14. Boah. Ja, Bika ist natürlich am besten, weil es auch der höchste Zauber ist, den die hat. Dann kriegst du noch. Da kriegst du gar nichts. Ja, Medi kann jetzt auch rein gar nichts. Bei ihr macht es nicht wirklich viel Sinn, das zu machen. Ah, kein Speicherpunkt. Fertig. Okay. Oh, verdammt, ich hätte hier vorher da hochgehen können und speichern können. Ich Trollo. Präsident Deling. Hier passt nichts, wenn du keinen Widerstand leistest. Hier passiert nichts, wenn du keinen Widerstand leistest. Liebes Fräulein, was passiert denn, wenn ich trotzdem Widerstand leiste? Hä? Was? Schockiert. Was ist? Es tut mir schrecklich leid. Ich bin nicht ihr Präsident. Mich nennt man ein Double. Es heißt, dass es in Timber viele Widerstandsgruppen gibt. Wir haben euch hierher gelockt, dass ihr so einfach herein wird. Ausgesprochen niveaulos. Niveaulos? Ich habe jetzt lang genug gesessen, mein Fräulein. Zeig mir bitte, was mit mir passieren soll, wenn ich Widerstand leiste. Dafür, dass ihr niveaulos seid, war die Idee nicht schlecht, aber niemand darf sich dem Präsidenten widersetzen. Boss Time! Vor allem, wie er sich bewegt. Hey, reingefallen! Hast du was Interessantes geworfen? Wow! Ne, Sirene. Ich will euch mal Diablos zeigen. Und natürlich unser besten Freund von allen, Shiva. Diamantenstaub. So, jetzt wird er ein bisschen Kälte in den Arsch. Ach, der Typ kann eh nix. Der hat nur 4 KP, glaube ich. Das ärgert mich jetzt so bald. Wir hätten viel Schaden gemacht. Viel. Sirenen gesagt! Sirenen gesagt! So, ah! Ich glaube, Sirenen ist nicht wirklich so viel Schaden bekannt, aber egal. Sirene ist cool. Nein! Ich bin tot. Du hast schon ein bisschen Schaden gemacht. Bei mir habe ich heute mit Anfeuern wohl kein Glück. Immer kurz vorm Ende. Das macht Spaß. Spaß! Bote des Schattens. Leider kann man Diablos keinen Anfeuern beibringen, ist zum Beispiel einer der Gäste, die keinen Anfeuern erlernen kann. Weil Diablos ist auch so, dass er nicht bei jedem wirklich was wirkt. Nur bei bestimmten Gegnern. Und bei diesen Gegnern macht er dann auch wirklich übel Schaden. Ich weiß nicht, ob der gegen den was wirkt. Werden wir sehen. Auch auf jeden Fall haben wir die mal gezeigt. Das ist ja gerade alles, was zählt. Schön, sieht auch cool aus. Diese zum Beispiel bei dem bringt Diablos rein gar nichts. Von daher. Der beißt hier in die Haare. Probiert ihr, welche Shampoo sie benutzt hat? Oder warum? Der scheint auf Haare zu stehen, das Double.
vorsichtig, aber die Stichchen manchmal sind doch ein bisschen zu lange da. Hier geht richtig los. Was passiert? Guck mal, Regenbogen! Bambi! Schmilzt er. What the hell? Mann, bist du hübsch. Verdammtes Biest. Natal und Doc. Lass mal lagern. Mal gucken, was er so hat. Tobsucht. Daran kann ich mich noch erinnern. Und was hast du da noch? Zombie. Oh ja, das ist doch echt böse. Ifrit. Weil Zombie-Zustand ist schon richtig böse. Also Zombie-Zustand kann man auch ganz einfach bekämpfen. Na gut, die Gegner kann man gut bekämpfen, wenn die Zombies sind. Ja, 95, das ist gar nicht mal so schlecht. Man sieht auch, dass Tyrene nicht wirklich so der Draufgänger ist. Ich würde gerne mal ein paar ausprobieren. Ob der Schaden dadurch nimmt. Ob der zum Zombie gezählt. Nee, ich könnte ihn jetzt voll one-hitten. Okay, ich weiß nicht, ob es direkt One-Hit ist, aber ich mache den, glaube ich, ganz viel Schaden. Kann sein, dass er jetzt am Arsch ist. Was den Saving fertig ist mit dem. Und ich hab Feuer jetzt auf seine Fläche. Gucken wir mal, wie viel so Schaden macht. Ja, das ist seine Schwäche. Und hätte ich jetzt Phönixfeder, hätte ich den wirklich direkt platt machen können. Das war's. Einmal Vika drauf und das war's. Ah cool, manchmal hat man auch so Glück, dass man die Auras, wie ich gerade eben bei Squall, so einsetzen kann. Zombie-Puder. Ja, kann man halt umwandeln, dann kriegt man halt Zombie-Fähigkeit, ne? Kriegt man halt den Zombie-Zauber. Aber braucht man ja nicht wirklich. Den haben wir voll genatzt. Puh, das war tatsächlich ein Präsidenten-Double. Es regt mich auf, dass wir darauf hineingefallen sind. Infos, Infos! Hör gut zu, ich weiß jetzt, was der Präsident vorhat. Er will zum Fernsehsender. Das sind extrem viele Soldaten. Fernsehsender? Warum dann auch gerechnet in Timber? Von Gelbadia klappt das doch genauso gut. Chef, hat das was mit dem Dolet-Sendeturm zu tun? Wahrscheinlich. Was ist denn das schon wieder? Wer weiß. Im Fürstentum Dolet steht ein Sendeturm, mit dem Funktions gesendet werden können. Es war zwar lange nicht in Betrieb, wurde aber von Galbadia reaktiviert. Aha, verstehe. Der Sender in Timber ist der einzige, der Funkquellen sendet. Alle anderen Sender benutzen HD. Kabelanschlüsse, da gab es schon HD. Und was hat das also bedeutet? Sie machen Rundfunksendungen. Dadurch erreichen sie auch Gebiete, die keinen Kabelanschluss haben. So viel weiß ich auch. Ich wollte fragen, was genau der Präsident übertragen will. Tja, gut, Frage nichts, Frage um. Wer hat da gerade den Soldaten weggezogen? Warum will er die Funkwellen benutzen? Möchte er etwas weltweites senden, auch in Gebiete ohne Kabelanschluss? Was könnte das sein? Gute Frage. Frieden auf der Welt. Niemals.
Pumpen gibt es seit 17 Jahren nicht mehr. 17 Jahre. Ja, und ich würde sagen, mit den 17 Jahren, das war's dann heute mit Final Fantasy 8. Wie es weitergeht, das wäre mein nächsten Part. Also bis zum nächsten Mal bei Final Fantasy 8. Bis dann. Tschüss.